Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Resident Evil, wo wir das Problem hatten, dass wir keinen Platz mehr im Inventar haben. Und die Schrotflinte nicht mitnehmen können. Aber ich habe mit dieser Schrotflinte in Verbindung in den Raum, wo wir jetzt sind, eine böse Erinnerung. Können aber momentan nichts machen. Wir müssen eine Kiste finden, wo wir Sachen ablegen können. Wenn es die noch gibt, so wie früher. Wir gehen aber jetzt erstmal durch diesen Raum hier. Stille. Dort geht es nach rechts, nach links. Och, da geht es überall hin. Und vor allem geht es von dort aus nach draußen, so wie ich das sehe. Schauen wir hier auch wieder. Ah, Mist, ein Raum nach dem anderen nach. Ich hatte gehofft, dass man hier nicht rein kann. Da steht doch ein Zombie, ich sehe den doch. Er kommt aber auch nicht freiwillig. Mistkerl. Was ist das? Ist der tot oder nicht? Er ist auf jeden Fall nicht alleine. Wäre ja auch zu schön gewesen. Und so kann man schnell nachladen. Und wir verschwenden auch nicht zu viel Munition. Hier haben wir nochmal Heilkräuter, die wir wiederum nicht aufheben können. Wo kommen wir denn hier hin? Ist das nicht so ein kleiner... Wenn ich mich nicht irre, dürfte das... Wir gehen einfach mal rein, bevor ich irgendwas verrate oder sage. Genau. Das hier ist quasi die sichere Zone, ein Speicherraum. Die gab es schon in Resident Evil 1. Wir haben eine Kiste. Objekte austauschen. Hier haben wir sogar noch mal extra. Ach Mist. Hier haben wir nochmal extra Farbbänder, Munition mit drin. Das Symbol legen wir erstmal ab, genau wie die Schrotflintenmuni. Den Edelstein, den Schlüssel. Nein, den Schlüssel behalten wir. Ist gerade irgendwie gerade für mich ein bisschen schwierig, das hier zu ordnen. Sorry. So. So rum, der Schlüssel hier hin. Ich wollte. Ne, wir nehmen nicht alles an Pistolenmuni mit, das wäre zu viel. Weil das ist nicht wie bei The Evil Inn oder anderen Spielen, wo man ganz schnell Muni bekommt. Ganz im Gegenteil, muss man sparsam sein. Was haben wir denn hier am Boden liegen? Treibstoffkanister mitnehmen. Ich kann mich auch gar nicht entsinnen, dass es einen Treibstoffkanister gab. Sonderanweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung, Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurde für alle, die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Das muss sie sich. Hä? Das müssen Sie selbst finden.
Ja, ich denke mal ein Feuerzeug oder sowas. Oder draufschießen. Aber draufschießen, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Eine alte Kiste und Leitern stehen herum. Ja, aber die Schreibmaschine. Es ist noch Kerosin da. Kanister auffüllen? Ja. Sie haben ihren Kanister mit Kerosin gefüllt. Er enthält noch einen Rest Kerosin. Können wir noch mehr auffüllen? Es ist noch etwa die Hälfte des Kerosins da, aber ihr Kanister ist bereits voll. Nur wie soll das so recht funktionieren? Das brauchen sie jetzt nicht. Vielleicht die Zombies, die man getötet hat, dass die endgültig tot bleiben? Oder haben die das irgendwie neu gemacht? Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Wir werden jetzt erstmal speichern, weil ich habe ja gesagt, wir gehen auf Nummer sicher. Abstellraum im Ostflügel. So. Dann legen wir jetzt mal das Farbband wieder weg. Das Messer nehmen wir mit. Dann könnt ihr euch sicherlich denken, wo wir jetzt als nächstes hingehen werden. Da, wo wir vorhin keinen Platz für hatten. Heilkraut nehmen wir mal mit. Gespeichert haben wir ja. Kann ich das Kerosin denn jetzt? Jetzt brauche ich etwas zum Anzünden. Also man kann wirklich die Leichen verbrennen. Das Gestöhne der Zombies haben sie auch. Türgriff sieht aus, als würde er gleich auseinanderfallen. Soll das jetzt etwa heißen, dann kommen wir nicht mehr zurück, oder wie? Haben wir eine Möglichkeit, denn überhaupt wieder hier hinzukommen? Dort kommen wir nach oben. Das ist jetzt blöd. Kommen wir dann wiederum nicht mehr zurück, oder wie sehe ich das? Ach, das ist jetzt echt blöd. Ich versuche es jetzt trotzdem einfach. Dann hier wieder zurück. Und dann war es hier dieser Raum. Hoffentlich geht das nicht schief. Gewehr mitnehmen. Und der Hebel geht nach oben. Ich kann mich erinnern, dass man eine alte Schrotflinte stattdessen hineinlegen kann. Aber ich kann mich auch erinnern an eine andere Szene. Und deswegen versuche ich es jetzt. Oh God, what did I do now? Stand back! Grab my hand! Genau an diese Szene konnte ich mich erinnern und deswegen habe ich es auch nur gemacht gerade.
Jerry! That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Ja, natürlich. Wir haben auch einen Erfolg, keine Zeit für Sandwiches, aber wir müssen nach Wesker und Chris suchen und deswegen haut er einfach alleine ab, ohne uns, ohne, ja, verstehe, wer will. Macht man ja in einem Haus voller Zombies, wo man nicht weiß, was da abgeht, lässt man seine Gruppe allein und macht sein eigenes Ding. Das ist ganz normal, sowas. Was haben wir denn hier für einen Raum? Kommen wir da überhaupt? Die Tür ist verschlossen, da ist ein Wappen des Spencers. Was? Das Wappen des Spencers ist in den Türgriff eingraviert. Oh! Oh, oh, oh. Ich habe keine Waffe ausgerüstet. Oh, fuck, jetzt habe ich richtig viel Muni verschwendet. Ich habe mich aber auch erschrocken. Dann lebt der Mistkerl auch noch. Komm, steck in den Dolch. Genau. Oh Mann. Der hat mich jetzt echt überrascht. Man sollte hier nicht allzu sicher sein, wenn man hier irgendwo lang geht. Wir haben leider kein Feuerzeug. Ich habe das Gefühl, die werden irgendwann nochmal alle wiederkommen. Rüstungssymbol ist eingraviert. Das dürfte doch dann die Türe sein, die zum Hof geht, oder? Oh, oh mein Gott. Oh Mann, oh Mann. Da habe ich mich jetzt echt erschrocken. Aber darum geht es ja auch in Resident Evil. Den Horrorschocker zu spüren. In der Einbuchtung steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Wir sind doch der Schänder. Also wir haben doch den verfluchten... Ne, wir haben den verfluchten Sarg nicht. Wir müssen, denke ich mal, irgendwas für den Mund und so finden. Vielleicht so Gesichtshälften oder irgendwie sowas. Die Tür ist verschlossen. Wir müssen erstmal den Mechanismus dort aktivieren. Aber unser Gesundheitszustand ist noch gut. Zu der Engelstatue sagt sie nichts. Beim Hund können wir auch nichts machen. Hier müssen wir also noch warten. Das war jetzt diese Tür, oder? Ja, diese Tür war das. Dann gehen wir nämlich nochmal... Aber wenn ich jetzt mal... Kommen wir wieder zurück oder geht dann die Türe ganz kaputt? Weil sonst würde ich ganz gerne die Heilkräuter holen. Und die auch in die Kiste packen. Das Kerosin bringt uns momentan gar nichts ohne Feuerzeug. Auch mit der Animation, dass ihr die Kiste hochhebt, das gab es vorher gar nicht. Mach mal so hier die Waffenabteilung so mal ein bisschen geordneter. Waffen und Munition beisammen. Und hier die Funktionsgegenstände beisammen.
obwohl Kerosin ja auch schon fast mit zur Waffe zählt. Jetzt habe ich natürlich keine Heilkräuter mit. Ich würde ganz gern die Heilkräuter holen. Die auf dem Ball, also auf diesem kleinen Hofstück, wo die Hunde rumgelungert sind. Ich weiß nicht, wie oft wir da hin und her können. Wir werden zwar jedes Mal gewarnt, aber die Türe öffnet sich dennoch. Hier geht es raus. Ich hoffe, dass die Hunde jetzt nicht rüberspringen. Zu früh gefreut. Ja, werde ich doch. Oh Mann. Die hat doch sich. Ich weiß nicht, was man drücken muss, um sich zu wehren. Ich drücke einfach meist alles. Aber ich habe das Gefühl, dass man den Analogstick hin und her bewegen muss. Jetzt können wir die grünen und die roten Kräuter vermischen und können die nutzen und jetzt unser Gesundheitszustand wieder richtig gut. Aber ich wollte jetzt eigentlich hier nicht wirklich Kräuter verwenden. Hier haben wir auf jeden Fall nochmal Kerosin. Es ist noch Kerosin da. Und Kraut nehmen wir auch mit. Was ist das? Chemikalie mitnehmen. Wofür ist die Chemikalie? Chemikalie. Ein chemisches Mittel zur Vernichtung von Pflanzen. Unkrautvernichter. Wir rennen jetzt einfach weiter. Lassen den Hund da rumhäscheln. Wir müssen da erstmal nicht mehr hin, außer wir bräuchten irgendwann Kerosin. Dafür wiederum bräuchten wir ein Feuerzeug, was wir nicht haben. Wir gehen jetzt erstmal die ganzen Heilkräuter ablegen. Aber obwohl eine Kräutermischung hätte ich ganz gerne dabei. Mal nachladen. Dann können wir auch noch oben in die obere Etage rein. Und da haben wir ja auch noch einen Gast. Wir sollten uns erstmal um den da oben kümmern. Jawohl. Der hat keinen Kopf mehr. Das hat gut funktioniert. Weil wenn man meist nur direkt vor den steht, kann man den in den Kopf schießen. Ah, hier haben wir keinerlei Infos. In der oberen Etage haben wir noch nicht viel aufgedeckt. Aber wir legen jetzt erstmal ein bisschen ja, das Unkrautvernichter und die rote Pflanze ab. Weil unser Inventar ist ja nur begrenzt. Und ich muss jetzt nicht unbedingt so viel da mitnehmen. Deshalb habe ich auch die Schrotflinte jetzt in der Kiste gelassen, falls ihr euch wundert, warum, weshalb. Wir müssen ja nicht die besten Sachen sofort für einfache Zombies verwenden. Ist ja eher so ein Funktionsgegenstand, vermute ich mal. So, von der Munition geht's eigentlich. Schlagen uns ja doch ganz gut. Die Heilung haben wir wieder drin, die ich bis auf den Weg hierher verschwendet habe. Und jetzt machen wir die obere Etage. Aber ich würde sagen, diese
Etage machen wir erst in der nächsten Folge von Resident Evil. Und wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir noch wie immer einen Daumen hoch da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und bis dahin, tschüss.